Letztlich ist jeder Augenblicklichkeitsmoment als Reexistenzialisierungserfahrung die Erfahrung des unbedingt Ewigen, aber nicht jenes Ewigen, das sich selbst als das Cogito, als das Unzweifelhafte, der unzweifelhafte Angelpunkt des Allerseinsvorstellung und des Senso als das Ich fühle, also ist es unzweifelhaft, dass das da ist, was sich da fühlt, sondern es ist der Moment des Ausgelöschtwerdens, des Genichtet, des Vernichtet. Werdens dieses Etwas an momentanem. Ein Etwas wird durch die Leerheit gelöscht und das nächste Etwas wird durch die Leerheit wiederum gelöscht. So dass dieses Auftauchen des Dings das den Selbst-Ich-Liebes-Erhaltungsvorstellungen des Lustprinzips als ein Jenseits des Lustprinzips dieses subvertiert, unterminiert, aufhebt und sich als das einzige Ewige in Szene setzt, in kontinuierlicher Auslöschung oder Reformatierung alles persistieren wollenden, existierenden. Und als dieses Ding, das die Botschaft trägt, du wirst dasjenige, das das Volle, das das Erfassbare, das das Vollständige, das Begreifbare, das dir allein Gehörige, und von dir allein in Beschlag zu nehmende, niemals wieder erreichen, weil es hinter der Milchglasscheibe der Unsichtbarkeit, des sichtbaren Unsichtbarkeitsflecks gerückt ist. Und ich also danach gemahnt, dass du vor dem letztgültigen, vor dem endgültigen Moment, der der letzte ist, der wiederum durch die ewige Wiederholung des immer wieder ungeschehen gemacht, vernichtet, entleert werdens aufgehoben wird, dich auf die Socken machen sollst, diese ursprüngliche Fülle, diese ursprüngliche Vollständigkeit, diese ursprüngliche, nicht, dieses ursprüngliche, nicht zerstört, zerstörbare, ewige Keimplasma wieder ins Werk zu setzen, damit Ersatz für dich, für deinen bedingten und auszulöschenden Körper vor dem
endgültigen, allzu späten erzeugt wird. Und so führt das Rhizom alles eng auf diesen einzigen möglichen Ausweg der Beeinflussung eines Realen, das sich an allen anderen Orten und Zeiten immerzu entzieht, mit Ausnahme dieses einen Moments, besser gesagt Momentums, der Aktion, der Neuanfrischung, der Neureduplikation dessen, was Leben bedeutet, indem es sagt, ich wiederhole mich, also bin ich. Ich wiederhole mich, also setze ich mich fort und erhalte mich gegen die kontinuierliche andere Seite der kontinuierlichen Auslöschung durch die Leere, durch die Nichtigung, durch den Ungrund. Eines bodenlosen Falls, nachdem nichts von dem, was gewesen sein würde, etwas übrig bleibt, mit eben Ausnahme dieses ins Werk zu setzenden Begehrensrests, der dann das Spiel von vorne beginnen kann. All in, setze alles auf eine Karte, lautet die Botschaft. Denn wenn es zu spät ist, ist es zu spät. Und wenn ich dir in jedem Augenblick schon mitgeteilt habe, dass ich unweigerlich kommen werde, ohne Ankündigung, im überraschenden Moment, dann ergreife doch den Augenblick, denn der ist ja im Moment noch da und noch nicht, aber gleich wieder ausgelöscht wird.